Heute lese ich King Kong und das Schulschwein von Christine Boy. Und du hast wirklich keine Hausaufgaben auf, sagt Mama beim Mittagessen und guckt ihren Arne so misstrauisch an. Überhaupt keine. Nee, hab ich nicht. Ehrenwort, sagt ihren Arne und schiebt seinen Stuhl mit dem Boot zurück. Ich gebe King Kong gleich mal sein Futter. Nun ist Jan Arnes Meerschweinweibchen. Und Jan Arne hat es schon ziemlich lange. Aber das trifft sich ja gut, mein Schatz, sagt Mama, dass du keine Hausaufgaben aufhast. Dann kannst du nämlich King Kongs Käfig mal wieder putzen. Der fängt ja schon echt an zu riechen. Und sie nimmt die Schüssel mit den Kartoffeln und den Teller und trägt sie zur Spüle. Abtrocknen helfen musst du mir nicht mehr, ruft sie über ihre Schultern. King Kongs Käfig zu putzen ist mir da echt wichtiger. In seinem Zimmer zieht Jan Arne die Tür hinter sich zu. Mama hat recht. So richtig gut riecht es hier beim King Kong wirklich nicht mehr. Wenn ich erwachsen bin, erfinde ich ein Meerschweinklo, sagt Jan Arne und holt King Kong aus seinem Käfig. Wie findest du das, King Kong? Da muss ich nicht mehr so fürchterlich oft den Käfig putzen. Und für die Erfindung werde ich ganz reich. Und er kraut King Kong ganz vorsichtig am Hals. Und King Kong gibt ihm auch gleich eine Antwort. Er schnurrt wie eine weiche, warme Nähmaschine. Und das bedeutet, dass er Jan Arnes Idee gut findet. King Kong findet Jan Arnes Ideen eigentlich immer gut. Weil ich dich nämlich ziemlich so lieb hab. King Kong, sagt Jan Arne und kraut sein Schwein immer noch weiter. Aber dein Käfig putzt sich trotzdem nicht so gerne. Und er guckt auf das Heu, das überall auf dem Käfigboden herumliegt. Und auf dem Streu liegt ein feuchter Fleck in der Ecke. Dann setzt der King Kong auf den Boden. Aber Käfig putzen mache ich natürlich tausendmal lieber als Diktat abschreiben. Und dann müsste ich jetzt wohl, und das müsste ich jetzt wohl tun, eigentlich. Wenn Mama Bescheid wüsste, dass ich Hausaufgaben habe, sie heute nämlich wirklich keine aufgekriegt. Da hat Jan Arne schon die Wahrheit gesagt. Die haben sie am Montag schon aufgekriegt. Da hat ihr Wagner gesagt, dass sie am Freitag ein Diktat schreiben wollen. Und er hat ihnen einen Zettel mit den schwierigen Wörtern mitgegeben. Die sollen sie jeden Tag üben, damit sie beim Diktat nicht so viele Fehler machen. Aber das hat Jan Arne leider jeden Tag vergessen. Und heute ist schon Donnerstag. Und die Wörter sind wirklich sehr schwierig. Und außerdem sind es ziemlich viele. Jan Arne hat sie gezählt. Zählen ist ja nicht so anstrengend wie schreiben. 27 Wörter sind das. Und manche werden groß geschrieben. Und manche klein. Und manche haben auch so grässliche Sachen wie ein IE oder ein Doppel-L. Das kann Jan Arne sich sowieso alles nicht merken. Nicht mehr vom Donnerstag bis zum Freitag. Darum lohnt es sich sowieso nicht mehr zu üben. Aber dein Käfig, den kann ich natürlich putzen, Schweinefrau, sagt Jan Arne und gibt King Kong einen Kuss auf die Nase. Mama darf das gar nicht sehen. Sie glaubt, dass man Tiere nicht küssen soll. Und dann hört Jan Arne draußen ein wunderbares Geräusch. Draußen bellt einer. Das kann Jan Arne ganz genau hören. Jan Arne flitzt zum Fenster. Auf dem Rasen zwischen den Hochhäusern spielt Michi mit einem Hund. Ich putze dein Käfer nachher, King Kong. Ehrenwort, sagt Jan Arne und setzt King Kong zurück in sein Käfig. Aber erstmal muss ich gucken, was für ein Hund da ist. Und er flitzt auf den Flur und reißt die Jacke vom Haken. Jan Arne, ruft Mama aus dem Wohnzimmer. Wolltest du nicht den Käfig putzen? Gleich, Mama, Ehrenwort, sagt Jan Arne. Dann ist er schon im Treppenhaus verschwunden. Im Fahrstuhl ist Jan Arne ganz kribbelig. Michi hat einen Hund. Das ist ja kaum zu glauben, wo Hunde doch im Haus verboten sind. Und dabei sind Hunde das Wunderbarste auf der ganzen Welt. Es gibt überhaupt nichts, was schöner ist. Natürlich ist King Kong auch sehr lieb. Das ist ja klar. Aber ein Hund ist er eben doch nicht. Wenn Jan Arne einen Hund haben könnte, würde er jedes Mal ohne Nörgeln für Mama zum Einkaufen flitzen. Wenn sie das vergessen hat und fürs Diktat üben, würde er auch.
Und er würde sich nie mehr prügeln und immer King Kongs Käfig sauber machen und alle Nachbarn hoffentlich grüßen, wenn sie ihn vorbeigehen. Für einen, der einen Hund hat, ist so was ja leicht. Wenn man einen Hund hat, ist man so glücklich, da ist alles andere ganz egal. Unten auf dem Rasen spielt Michi tatsächlich mit einem Hund. Es ist ein mittelgroßer mit ziemlich viel Fell. Und er rennt überall hin. Das sieht Jan Arne gleich. Immer, wenn Michi seinen Fußball wegkickt, flitzt der Hund hinterher und schnappt den Ball mit der Schnauze. Dann bringt er ihn zu Michi zurück. Und Michi kann ihn wieder kicken. Mit Hunden kann man sogar Fußball spielen. Das kann man mit einem Meerschweinchen nicht. Na, Michi, sagt Jan Arne und bleibt in der Haustür stehen. Na? Michi tut so, als ob er ihn gar nicht sieht. Er tritt schon wieder seinen Fußball. Bring ihn zu Herrchen Tarzan, bring ihn zu Herrchen den Ball, ruft Michi und darf jetzt Tarzan schon los. Jan Arne geht ein bisschen näher zu Michi hin. Ist das echt dein Hund, Michi? Fragt er. Gehört der echt dir allein? Aber da ist Tarzan schon wieder mit dem Ball zurückgeflitzt. Michi muss ihn aus Tarzans Schnauze nehmen und dann kickt er ihn wieder über den Rasen. Logisch ist das mein Hund Mensch, ruft Michi und rennt hinter Tarzan her. Siehst du doch, Jan Arne steht ganz still, so ungerecht kann das Leben doch nicht sein. Ist er gar nicht, schreit Jan Arne hinter Michi her. Hunde sind in unserem Haus ja verboten. Aber Michi rennt immer noch mit Tarzan um die Wette und spielt Fußball. Und dann kommt er zurück und verstellt sich neben Jan Arne. Pö, verboten. Ist uns doch egal, ob es verboten ist, Mensch. Du bist ja nur neidisch. Bin ich gar nicht, sagt Jan Arne. Aber da springt der Hund an Michi hoch und schnappt nach dem Fußball. Logisch bist du neidisch, Mensch, sagt Michi und krault Tarzan am Hals. Bis der sich auf den Rücken schmeißt und die Beine in der Luft reckt. Weil ich einen Hund habe und weil du nur so ein langweiliges Meerschwein hast. Gar nicht wahr, schreit Jan Arne. Er würde dem Hund so furchtbar gerne auch mal am Bauch kraulen. Nur ein einziges Mal. Meerschweinchen sind ja viel besser als Hunde, sagt Jan Arne. Michi zeigt ihm wieder einen Vogel. Du hast ja ein Rad ab, Mensch, sagt er. Meerschweinchen sind bescheuert. Mit Meerschweinchen kann man ja wohl nicht Fußball spielen, oder? Und wenn einer einbricht, beißen sie ihn ja tatsächlich wohl nicht in den Po. Aber Tarzan, wenn da einer einbricht, dann geht er sofort auf ihn los. Dann reißt Tarzan ihn in Stücke. Mensch, sagt Michi und krault Tarzan das Fell. Meerschweinchen sind scheiße, sagt er. Ganz freundlich. Meerschweinchen können nämlich gar nichts. Meerschweinchen sind bescheuert. Und er guckt ihn Anne an, als ob er darauf wartete, dass er ihm eine reinhaut. Das tut Jan Arne aber nicht. Du hast ja keine Ahnung, Blödmann, sagt er. Dann geht er zurück ins Haus. Wenn er noch länger hier unten bleibt, muss Michis Hund anguckt, findet er King Kong nachher womöglich selber nicht noch blöd. Aber abends in seinem Bett denkt Jan Arne nach. Er hat King Kongs Käfig geputzt und King Kong gefüttert und mit ihm gespielt. Und dabei hat er die ganze Zeit überlegt, was bei Meerschweinchen besser ist als Hunden. Aber das ist gar nicht so leicht. Er hat so fest überlegt, dass er kein einziges Mal an das Diktat morgen früh gedacht hat. Und trotzdem ist ihm nichts eingefallen. Nicht wahr sein, dass du so blöd bist, King Kong, murmelt Jan Arne und zieht sich die Bettdecke bis zum Kinn. Zu irgendwas musst du doch gut sein. Noch besser als Hunde. In seinem Käfig raschelt King Kong im Heu, als ob er ihm gar nicht zuhört, wie toll man ihn findet. Und da weiß Jan Arne es plötzlich, ganz plötzlich ist ihm etwas eingefallen. Und morgen wird er es Michi beweisen. Schlaf schön, Schweinefrau, murmelt Jan Arne zufrieden. Eigentlich schläft er selber schon halb. Dass du deinen Ranzen mal wieder ordentlich aufräumst, sagt Mama am nächsten Morgen, als sie ihren Kopf durch Jan Arnes Zimmertür steckt. Mindestens 5-mal hat sie schon gerufen, dass er nun aber endlich mal zum Frühstück kommen muss. Beeil dich mal ein bisschen, ja? Sonst kommst du noch zu spät zur Schule.
Eigentlich schon, sagte Anna und sortiert auf dem Boden seine Hefte. Aber ich habe eben gerne ein bisschen Ordnung in meinen Schulsachen. Und er wirft auch das zusammengeknüllte Brotpapier und ein Comicheft und ungefähr 5 ziemlich zerbrochene Stifte auf den Boden. So ist im Ranzen gleich viel mehr Platz. Und das ist ja schon nötig. Ja, prima, mein Schatz, ruft Mama aus der Küche. Daran sieht man doch, dass du echt älter wirst. Warum trägst du denn den Ranzen nicht auf dem Rücken, Mensch? Fragt Michi, als sie zusammen in die Schule gingen. Warum trägst du den auf dem Bauch? Jan Arne zuckte mit den Schultern. War das wirklich dein Hund gestern, Michi? Fragt er und versucht, den Ranzen ganz gerade zu halten. Ganz gerade und nicht zu schaukeln. Sag mal ehrlich, der Hund? Mensch, na ja, sagt Michi und guckt Jan Arne von der Seite an. Der war also fast mein Hund. Fast ein echter Hund, der mir gehört. Verstehst du? Jan Arne versteht schon ganz gut. Da hat ihn Michi also mal schon wieder angelogen. Warum spinnst du denn immer so rum? Fragt ihn Arne ärgerlich und hält sein Ohr gegen den Ratzen. Dann kann er das Rascheln genau hören. Ich hab gedacht, du weißt es, das Mensch, sagt Michi und zieht die Nase. Wo Hunde bei uns doch verboten sind. Der gehört meinem Onkel. Natürlich hat Michi mal wieder geschwindelt. Da hatte Jan Arne sich ja gar nicht den Kopf zerbrechen müssen. Im Ranzen wird das Raschen lauter. Jan Arne holt einmal tief raus Luft. Passt mal auf mich. Ich muss dir etwas sagen, sagt er. Als Jan Arne und Michi zum Aufstellplatz kommen, stehen die meisten aus der Klasse schon da. Warum trägst du deinen Ranzen so komisch? Fragt Güller und guckt Jan Arne neugierig an. Hast du da deine Trinkflasche drin? Hast du Angst, dass die überschwappt? Jan Arne setzt den Ranzen vorsichtig auf den Boden. Nö, keine Flasche, sagt er und räuspert sich. Ich hab da nämlich nur, ich will mal was ausprobieren. Und er macht langsam die Ranzenklappe auf. Sein Schwein hat er da drin? Mensch, schreit Michi, seine Meerschweinfrau. Er will mal ausprobieren, ob er es in der Schule keiner merkt. Wozu das denn? Fragt Tüller. Wozu soll denn das wohl gut sein? Nur mal ausprobieren, ob das geht. Murmelt Jan Arne. Dann holt sie tief Luft. Mit den Hunden geht das heimlich nicht. Die kann man nicht heimlich mit in die Schule nehmen. Nö, mit Hunden geht das echt nicht, sagt Michi. Da hat Jan Arne recht. Er überlegt einen Augenblick. Nur mit dem Hund. Von meinem Onkel, mit dem geht das vielleicht. Es ist eine Frau, sagt Jan Arne. Sie heißt nämlich nur Klingo. Oh, ist das aber niedlich, sagt Luise. Sie hat das allerletzte geguckt. Und jetzt runzelt sie so komisch die Stirn. Aber ich glaube, ich bin gegen den allergisch. Gegen Kaninchen und Katzen bin ich das auch. Ich habe das doch gesagt. Das ist eine Frau, sagt Jan Arne ärgerlich. Und King Kong macht keine Allergie. So eine ist das nicht. Aber Luise ist vorsichtshalber schon einen Schritt zurückgegangen. Gegen Katzen und Kaninchen bin ich auch, sagt sie wieder. Da schlägt Jan Arne die Ranzenklappe zu. Über dem Hof kommt Frau Schuller mit dem Schüsselband in der Hand. Jetzt wird man ja sehen. Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll, sagt Frau Schuller ärgerlich. Zum dritten Mal hat Bruder Jakob als Kanon nicht geklappt. Immer muss irgendwer kichern oder zu reden anfangen und seinen Nachbarn anstoßen und zu Jan Arne hingucken und dann verpassen wieder welchen den Einsatz. Ihr singt doch immer so schön! Und Frau Schuller hebt die Hände vors Gesicht und summt einen Ton. Das bedeutet, dass die Klasse gleich singen soll. Aber dann singen sie doch nicht. Dann lässt Frau Schuller doch wieder die Hände sinken und dreht den Kopf. Ziemlich böse sieht sie auch aus. Genau davor hat Jan Arne immer Angst. Wer ist das gewesen? Sagt Frau Schotter. Wer quiekt hier die ganze Zeit so wie ein blödes Schwein? Und natürlich hören die anderen es jetzt auch. Aus der dritten Reihe kommt es, wo Michi und Jan Arne stehen und versuchen ganz normale Gesichter zu machen. Wirklich genau wie ein Schwein. Wer ist das gewesen? Fragt Frau Schotter. Und jetzt hört ihr aber sofort,
denkt Jan Arne. Hilfe, bitte lieber King Kong, sei leise. Aber King Kong kann leider keine Gedanken lesen. Macht er. Jetzt leider ganz laut. Genau wie ein Schwein. Das hat Angst. King Kong denkt gar nicht daran, ihm zu gehorchen. Aber der Froschscholler, auch schon in der dritten Reihe, direkt vor Michi und Jan Arne, steht sich jetzt und guckt ganz böse. Wer von euch beiden war das? Sagt sie gefährlich und starrt Jan Arne an. Jan Arne merkt, dass sie ganz rot wird. Also, es ist nämlich, flüstert er. Er hat keine Ahnung, was er Froschscholler gleich sagen soll. Bestimmt ruft sie Mama und Papa an. Und bestimmt sind sie fürchterlich wütend. Vielleicht muss Jan Arne auch King Kong weggeben, weil er solchen Blödsinn mit ihm gemacht hat. Jan Arne darf gar nicht dran denken. Da drängelt Michi plötzlich. Nee, also Jan Arne war das echt nicht, sagt er und guckt Frau Scholler direkt in die Augen. Ganz ehrlich jetzt, Mensch. Das kann ich beschwören. War er das nicht? Fragt Frau Scholler und guckt wenigstens Jan Arne nicht mehr so immerzu so an. Und? Wie kannst du das beschwören? Bist du das also gewesen? Michi guckt auf seine Fußspitzen. Dann schüttelt er vorsichtig den Kopf. Michi, 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 denkt Jan Arne. Verpetzt doch bitte nicht King Kong. Ich will ihn dir auch ja auch nicht ausleihen, wenn wir in den Urlaub fahren. Und meine Mathehausaufgaben darfst du auch jeden Tag abschreiben. Und in Deutsch? Also gut, keine Antwort ist das Antwort, sagt Jan Arne. Und geht einfach nach vorne. Schreibst du mir also bitte bis morgen im Deutschheft eine Seite, warum du den Unterricht so gepiepst hast? Aber Michi sagt nicht ja und Michi sagt nicht nein. Jemand anders sagt stattdessen was. Und jeder kann es hören. Sagt die Stimme aus der dritten Reihe. Jan Arne hält ihn ab. Und Frau Scholler hebt die Hände vors Gesicht und summt ihren Ton. Also gut, Michi, meinetwegen auch zwei Seiten, sagt sie freundlich. Warum man den Unterricht nicht stören darf. Nicht durch das freche Geräusch. Und dann singen sie Bruder Jakob. Und diesmal klappt es prima. In der Pause drängeln sich alle um Michi. Und Jan Arne finden allen richtig toll. Michi, das war aber gut von dir, sagt Katrin und gibt ihm halb von seinem Mitschnitt ab. Das hast du gesagt, dass du es warst, nur damit King Kong nicht erwischt wird. Och, nichts Besonderes, sagt Michi und stoppt sich den Milchschnitt mit einem Haps in den Mund. Dann nimmt er von Anja auch gleich einen Müsli. Für meinen Freund mache ich das logisch. Im Fernsehen war mal ein Film, da hat sich ein Freund echt geköpfert, aber richtig mit Foltern und so. Und jetzt kriegt er auch noch von Britta ein Kaugummi. Es ist doch logisch, Mensch, dass Freunde sich helfen, sagt mich und donnert Jan Arne eine Hand auf die Schulter. Gegen die finstere Macht. Jan Arne weiß nicht genau, ob Frau Scholler eine furchtbare, finstere Macht ist. Aber auf jeden Fall ist der Michi wirklich dankbar. Das hat er ja gar nicht gewusst, was Michi eigentlich für ein guter Freund ist. Wirklich, was wie im Zeichentrick. Jetzt schreibe ich dir deine Strafarbeit, sagt Güller. Sie strahlt Michi an, so dass er beinahe rot wird. Wo du doch so gerne nicht schreibst. Güller mag mich nämlich ziemlich gerne. Schreibt sogar freiwillig. 7 Seiten hat Frau Scholler schon mal gezeigt. Da sind die 2 Seiten Strafarbeit doch ein Klacks. Ja, das ist echt nett von dir, sagt Michi und sieht ein bisschen erleichtert aus. Bestimmt hat er gerne für King Kong geopfert. Aber 2 Seiten zu schreiben will er vielleicht trotzdem nicht so gerne. Jan Arne guckt Güller an. Aber du musst ordentlich schreiben, sagt er, mit deiner gräßlichen Schrift. Sonst merkt Frau Scholler das ja gleich. Und mach auch ein paar Fehler rein, sagt Michi und hält Güller das Heft hin.
Wegen Großschreibung und so Kram, sonst merkt sie das auch. Gülla streckt das Heft und tut es in ihren Schuhpack. Ich schreibe ehrlich, ganz grässlich, sagt sie und lächelt mich hier an. Verspreche ich dir heilig. Da klingelt es schon zur Mathestunde. In diesem Moment fängt Luisa wieder an zu husten. So fürchterlich zu husten, dass es ganz still wird in der Klasse. Die Tränen laufen Luisa über die Backen und ihre Schultern ruckeln. Und langsam wird sie ganz blau im Gesicht. Luisa, ruft Frau Scholler, jetzt muss ich dir sagen, denkt Jan Arne. Jetzt hilft alles nichts mehr. Das hat er ja nicht gewusst, dass jemand gegen King Kong so krank werden kann. Und das geht eben nicht. Da will Jan Arne nicht schuld sein. Frau Scholler, flüstert Jan Arne, jetzt muss er es erzählen. Dass er King Kong im Ranzen hat. Und dass Luise gegen den allergisch ist. Sonst passiert mit Luisa vielleicht noch was Schlimmes. Der soll Frau Scholler schon lieber King Kong finden. Frau Scholler, jetzt sei doch mal bitte leise, Jan Arne, sagt Frau Scholler. Sie ist zu Jan Arnes Tisch gegangen und hat Luisa die Hand auf die Schulter gelegt. Du siehst doch, dass es Luisa nicht gut geht. Und sie guckt Jan Arne ganz böse an. Du packst jetzt deine Sachen, Luisa, sagt Frau Scholler und streichelt ihr über die Haare. Und gehst mit der Sekretärin? Da sollen sie deine Mutter anrufen, die dich abholt. Zu Hause! Und unsere Kinderfrau ist da, ruft Luise hinzulächelnd. Die kennt sich aus. Und sag gleich, dass du Keuchhusten hast, sagt Frau Scholler, damit du deinen kleinen Bruder nicht ansteckst. Ja, sag ich Frau Scholler, sagt Luise und nimmt den ihren Ranzen. Vielleicht ist der Keuchhusten ja schon morgen vorbei. Na, das wäre ungewöhnlich, sagt Frau Scholler und hält Luise und Katrin die Tür auf. Aber auf jeden Fall gute Besserung. Gute Besserung, Luise, ruft Jan Arne. Vielleicht findet Luise es ja auch gut, dass sie nach Hause darf, vor dem Diktat schreiben. Also Luise die Tür zugemacht hat, geht Frau Scholler durch die Reihe. Nun überlegt sie mal genau, sagt sie. 64 Meter Stoff sind auf den Bällen und 3 Gardinen will Susi, dann bleibt sie neben Jan Arne stehen. Jan Arne, ruft Frau Scholler. Wie sieht denn dein Heft aus? Da kannst du hier gar nicht mehr drin schreiben. Das Heft mit 2 Fingern in die Luft und zeigt es der ganzen Klasse. Wie oft habe ich euch schon gesagt, dass Trinkflaschen nicht einfach so in den Ranzen werfen sollt. Vor allem, wenn sie nicht fest verschließt sind. Jan Arne macht sich ganz klein. Entschuldige bitte, sagt sie zu Frau Scholler. Ich hatte es vergessen. Vergessen, sagt Frau Scholler ärgerlich und hält das Heft immer noch mit 2 Fingern in die Höhe. Denn es ist ja eine schöne Beschwerung. Und was ist das überhaupt, Tee oder Saft? Da muss Michi so lachen, dass Frau Scholler das Heft wieder auf den Tisch legt. Michael, ruft Frau Scholler böse. Was ist das denn jetzt schon wieder? Nee, das ist nämlich ganz was anderes, ruft Michi und schmeißt sich vor Lachen über den Tisch. Das ist nämlich... Dann schüttelt es ihn fast so doll hin, wie vorhin Luisa. Gut, dann ist es jetzt eben heiß aus, denkt Jan Arne. In der Klasse fangen alle an zu lachen. Tee, ruft Gülla. Das ist doch kein Tee. Dann ist jetzt ebenfalls alles aus. Jetzt findet Frau Scholler King Kong. Und dann ruft sie Mama an. Und jede Wette darf behalten. King Kong dann nicht mehr behalten. Wo Papa ihn sowieso so gerne mag. Bitte, Frau Scholler, flüstert Jan Arne. Ich wollte ja nur... Aber da ist Frau Scholler schon an der Klappe des Ranzens und macht sie auf. Dann wollen wir mal sehen, was da los ist, ruft Frau Scholler. Und nun ist wirklich alles zu spät. Jan Arne, ruft Frau Scholler, als sie einen Blick in den Ranzen geworfen hat. Meine Güte, Jan Arne! Na, jetzt wird mir einiges klar, macht sich ganz klein. Nun ist es also passiert. Nicht mal dafür ist ein Meerschweinchen also besser als ein Huhn. Ein Meerschweinchen kann man in die Schule genauso wenig verstecken. Aber das ist natürlich längst nicht das Schlimmste.
Das war also das Quietschschwein, sagt Frau Scholler. Und wahrscheinlich ist Luisa allergisch dagegen. Meerschweinchen, was? Na, nun erzähl mal genau. Und komischerweise sieht sie nicht fürchterlich böse aus. Da meldet sich Michi und erzählt von seinem Hund und seinem Onkel. Und Jan Arne erzählt, dass er ihm beweisen wollte, dass Meerschweinchen auch was Gutes sind. Und Güller fragt, ob Michi nun immer die Strafarbeit schreiben muss, wo er doch gar nicht gequiekt hat, weil es nämlich dringend wissen muss. Da fängt Frau Scholler an zu lachen. Du wolltest ihm die Strafarbeit schreiben, gib's zu, sagt Frau Scholler. Na, heute habt ihr mich ganz schön reingelegt. Und sie guckt in den Ranzen, wo King Kong immer noch zwischen den feuchten Heften hockt und Gurkenscheiben knabbert. Dann wird es wieder ernst. Natürlich war das echt nicht richtig von dir, Jan Arne, sagt Frau Scholler. Aber wisst ihr was? Ich bin doch ganz stolz auf euch, weil ihr keinen verpetzt habt. Michi meldet sich. Was wie ein Zeichentrick, sagt er. Genauso wie im Zeichentrick, sagt Frau Scholler und nickt. Und jetzt wollen wir mal wieder unsere Stoffbahn kümmern. Und in der Zeit bringt Jan Arnes King Kong zum Hausmeister, dass der hier nicht noch mehr Unruhe stiftet. Aber da hat Güller schon wieder sich gemeldet. Wegen dem Diktat, sagt Güller, sollen wir in der nächsten Stunde schreiben. Das glaube ich auch. Ich glaube, ihr seid heute echt viel zu aufgeregt. Bitte sehr, sagt Jan Arne, als sie mit nach Hause geht. Meerschweinchen sind doch nicht so blöd, sagt sie. Obwohl er eigentlich schon vergessen hat, was gestern passiert ist. Bei Jan Arnes Ranzen, damit Jan Arne und King Kong auf den Arm tragen kann. Den ganzen Tag im Ranzen sein mag King Kong bestimmt nicht. Mit einem Hund hätten wir das Diktat bestimmt schreiben müssen, sagt Jan Arne. Den hättet ihr nämlich gleich gefunden. Nur wegen King Kong brauchen wir nicht. Nee, King Kong ist echt cool, sagt Michi und schleudert Jan Arnes Ranzen durch die Luft. Das coolste Meerschwein von allen. Genau, sagt Jan Arne. Vielleicht übt das heute noch ein bisschen das Diktat. Mal sehen.